Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art. Und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Sie können viel größer und älter als wir werden. Sie bieten uns Schutz, Wärme und Nahrung. Sie sind unentbehrlich. Ohne sie können wir nicht atmen, nicht leben. Früher wurden sie als Götter verehrt. Und auch heute noch sind viele Menschen davon überzeugt, dass von ihnen eine große Kraft ausgeht. Die Faszination für Bäume ist tief in uns verwurzelt. Besonders die alten Baumriesen wurden immer schon von Menschen aller Epochen und Kulturen bewundert. Ich habe schon immer eine Beziehung zu Bäumen und eine tiefe Liebe dazu, zum Wald und zu der Stille und zu der Stärke der Bäume. Das heißt also diese tiefe Verwurzelung und die Ehrfurcht vor dem Leben, vor dem Baum. Und die hat sich bei mir sehr stark eingeprägt und hat dazu geführt, dass ich letztlich auch den Beruf ergriffen habe, mit Bäumen umzugehen, also sie zu pflegen, sie zu pflanzen, sie zu planen und für jeden Standort, wo ein Garten ist oder wo eine Landschaft ist, den richtigen Baum auszusuchen. Ich war in Baden-Baden 33 Jahre Gartenamtsleiter und war verantwortlich für alle Grünanlagen, nicht nur für die Kuhanlagen, und habe als Hauptaufgabe gehabt, diesen wichtigen und sehr wertvollen und schönen Baumbestand zu pflegen. Zu pflegen heißt, sich da richtig drum zu kümmern, dass jeder Baum das bekommt, was er benötigt. Dünger, Wasser und die nötige Pflege, das Ausputzen und das Saubermachen, sodass das also optimal wachsen kann, wie im Paradies im Prinzip. Deutschland ist grün. Vor allem der Südwesten gilt als Baumparadies. Bäume sind nicht nur wichtige Sauerstoffproduzenten, sondern sie sollen auch unser Immunsystem stärken und helfen, Stress abzubauen. Ja, da sind wir ja direkt hinter der Lichtenthaler Allee von Baden-Baden an der Stürzerkapelle. Vinje, komm auch mit. Weil natürlich ein toller Wald hier, unsere alten Eichen, die hier schon über 100 Jahre stehen. Ja. Wunderschön, ja. Super hier. Gefällt mir auch. Auch schön, dass wir eigentlich nicht viel machen, sondern nur einen Erholungswald haben und auf den Naturschutz Wert legen in dem Bereich. Ja, ja, der Stadtwald Baden-Baden ist der größte Kommunalwald in ganz Süddeutschland. Mit etwa 7.500 Hektar. Das ist also wirklich schon ein sehr, sehr großer Wald. Und das Interessante und Schöne daran ist, dass er beginnt unten in der Rheinebene, geht dann in den Schwarzwald rein bis auf 1000 Meter. Und wir haben hier von Laubbäumen, Eichen, wie wir sie hier sehen, und es geht bis ganz nach oben. Da haben wir Tannenwälder, Fichtenwälder, wir haben viel Buchen hier. Und es ist ein sehr naturnaher Wald. Das ist also jetzt nicht ein Plantagenbetrieb, sondern es sind wirklich schöne Mischwälder und die wollen wir auch weiterentwickeln.
Jetzt sind wir aber schon ganz schön weit nach oben gekommen hier. Schon an der Grenze zum Nationalpark. Toll, dass wir dabei sind mit unserem Stadtwald. Aber da können wir keine Tannen mehr ernten. Wollen wir ja auch gar nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht. Stimmt, hier sind eigentlich ganz schöne. Die hat schöne Zapfen. Die sehen gut aus, wenn ich mal hochschaue. Da sind auch, zumindest auf der linken, erkenne ich jetzt schon einige Zapfen. Das sind auch wirklich schöne, schöne Tannen. Ja. Echt tolle, tolle Exemplare, so wie sie aussehen. Das super. Gibt dann auch, die Junge sehen dann genauso aus. Genau, die werden dann wunderschön. Ja, da müssen wir einfach schnell kommen, dass wir ordentlich Saatgut bekommen für unsere Tannensaat, die wir dann im Frühjahr machen wollen. Aber die Stelle ist, glaube ich, ganz gut und der Zapfenpflücker kommt hier auch ganz gut hin. Ja, oder da hat er ja ein paar zum Beernten, oder? Den Zapfenrausch. Los! Aber jetzt sehr schnell. Wir beide sind Baumpfleger vom Beruf. Verdienen unser Geld im Normalfall eher im städtischen, urbanen Umfeld. Pflegen Bäume, fällen Bäume auf begrenztem Raum. Und im Sommer sind wir mehrere Wochen damit beschäftigt, hier im Schwarzwald Zapfen zu ernten. Das Problem ist, dass man die Samen nicht vom Boden aus ernten kann. Ja? Also die sind in dem Zustand, in dem sie auf den Boden fallen, zerschießt sie in alle Richtungen quasi. Es wäre super aufwendig, die einzeln aufzulesen. Das heißt, wir müssen in die Baumkrone hochgehen und die Zapfen in dem Zustand runterholen, in dem zwar die Samen reifungsfähig sind. In den Zapfen sind ja, einige hundert Samen, also gerade bei den Weißtannensamen, da sind einige hundert Samen drin, die reifungsfähig sind. Aber sie sind noch grün und werden beerntet, bevor sie zum Fliegen kommen. Ah ja. War nicht schlecht. Aber eine gute Ausbeute für zwei Bäume. Könnte besser sein. Vollmast ist es kein. Jetzt gucken wir mal, was für ein Schnitt da ist. Sauber. Schön, oder? Da wird auch der Auftraggeber zufrieden sein. Hübscher Anblick. Muss ich Fingers? Ja, also auch im Baum haben die ganz gut geschnitten. Also die 4,5, die ich da aufgemacht habe, die waren völlig okay. Schön, oder? Ja, hätte schon noch ein bisschen mehr sein können. Aber es stehen ja noch ein paar im Bestand. Das ist schon toll. Wir kommen zu wahnsinnig schönen Plätzen. Auch wenn das Wetter nicht schön ist, ist es trotzdem eine Erfahrung und ein Erlebnis, einfach mit den Bäumen zu arbeiten. Und das gibt uns wirklich was. Und die Bäume gibt uns was, das schenkt uns Samen, dass das alles weitergeht. Das ist schon toll. Die Baumpflege oder die Baumkletterei hat schon einen gewissen Reiz, weil man ja, so ein Freiheitsgefühl verspürt. Ja? Man ist an Orten, an denen kein anderer Mensch hinkommt. Man hat Blicke, die so kein anderer sehen wird, bis auf vielleicht weitere Baumpfleger, die nach einem irgendwann in dem Baum sich bewegen werden. Ja, also dieser Reiz, schöne Sichten zu haben und Ausblicke zu haben, Tag ein, Tag aus, bei schlechtem und bei gutem Wetter, ja. Davon kann man schwer genug kriegen, tatsächlich. Ja. Das ist wirklich was, was man mit Leib und Seele macht. Thank you.
Johann Wolfgang von Goethe konnte mit niemandem über seine Liebe zu Charlotte von Stein sprechen. Also sagte er es seinen Bäumen. Sag ich's euch, geliebte Bäume, die ich ahnde voll gepflanzt, als die wunderbarsten Träume morgenrötlich mich umtanzt. Ach, ihr wisst es, wie ich liebe, die so schön mich wiederliebt, die reinsten meiner Triebe mir noch reiner wiedergibt. Wachset wie aus meinem Herzen, treibet in die Luft hinein, denn ich grub viel Freud und Schmerzen unter eure Wurzeln ein. Bringet Schatten, traget Früchte, neue Freude jeden Tag, nur dass ich sie dichte, dichte, dicht bei ihr genießen mag. Wir sind hier in Hümmel in der Eifel. Also Hümmel ist ein winziges Dörfchen und hier ist es auch sehr, sehr dünn besiedelt. Aber Hümmel hat eine Besonderheit. Hümmel hat noch alte Buchenwälder. Aus irgendeinem Grund hat die Gemeinde sich geweigert, die abzuholzen und, wie es sonst oft gemacht wird, in nordamerikanische Douglasien umzuwandeln, also mit Nadelbäumen aufzuforsten. Das wollten die nicht. Die haben sich diese alten Buchenwälder erhalten. Und hier können wir jetzt ganz, ganz viele Sachen entdecken. Vor 20 Jahren habe ich Bäume als Art Bioroboter gesehen, also als Lieferant für Holz, für Sauerstoff, als Wasserfilter, Luftfilter. Und dann habe ich über die letzten Jahre gelernt, über Forschung, die teilweise auch hier in dem Wald gemacht worden ist, aber auch über neue wissenschaftliche Berichte, dass Bäume so viel mehr sind. Also dass Bäume zum Beispiel Gefühle haben. Bäume können Schmerzen empfinden, Bäume können miteinander kommunizieren, also miteinander sprechen. Bäume haben Erinnerungen. Können sich also zum Beispiel an heftige Dürren erinnern oder kümmern sich eben aktiv um ihre Kinder. Das ist Wahnsinn. Und ich finde es deswegen auch so faszinierend, weil das sind die größten Lebewesen der Erde. Also wie Blauwale oder wie Elefanten, nur noch größer. Die stehen vor unserer Haustür und wir wissen so wenig darüber. Und das möchte ich gerne ändern. Ich würde mich vielleicht nicht als normaler Förster sehen, sondern eher als Waldhüter. So wie ich mir früher Förster vorgestellt habe. Das heißt, ich passe auf den Wald auf, ich schaue, dass ich ihn nicht allzu sehr schädige. Wir nutzen ja hier in Hümmel auch Holz, das heißt, auch wir sägen Bäume ab. Aber ich versuche, das schonend zu machen und ich hoffe, dass ich den Wald mindestens in dem Zustand übergeben kann an den nächsten Förster, wie ich ihn eben bekommen habe. Bäume sind keine Egoisten. Bäume spielen zusammen, Bäume helfen sich zusammen. Und selbst nach dem Tod sind sie noch wertvoll für die Gemeinschaft. Also man kann nicht sagen, die kämpfen gegeneinander, sondern nur zusammen sind sie stark. Übrigens genau wie die menschliche Gesellschaft. Es ist richtig viel Wasser drin hier in dem Stamm, obwohl es im Moment lange nicht geregnet hat. Und selbst tote Bäume helfen noch der Sozialgemeinschaft, indem sie wie ein Schwamm fungieren, Wasser speichern und geben das dann langsam wieder ab. Also der Wald schwitzt, wenn es jetzt wärmer wird. Und dadurch wird er kühler, kann die Temperatur im Vergleich zu bewirtschafteten Wäldern um 3 Grad im Durchschnitt absenken. Also wenn wir überlegen, worüber wir reden jetzt zum Thema Klimawandel, dann muss man sagen, so ein intakter Buchenwald, diese Sozialgemeinschaft, die schafft das locker, 3 Grad von selber zu regulieren. Wenn man sie lässt und wenn man auch die toten Bäume im Wald lässt. Immer mehr Menschen verbringen ihre Freizeit im Wald und suchen die Nähe zu den Bäumen. Auf dem Baumwipfelpfad Schwarzwald in Bad Wildbad ist man sogar mit den Bäumen auf Augenhöhe. 20 Meter hoch verläuft der Pfad, 40 Meter hoch ist der Turm, der höchste Punkt der Anlage. Für den Bau wurden vor allem Douglasien verwendet. Sie sind bekannt für ihre langen, wetterbeständigen Stämme. Es ist einfach die ganze Atmosphäre. Also man hat einen Weitblick von oben auf dem Turm, den man nirgendwo anders hat. Man sieht quasi nur Wald, aber das ist das Faszinierende. Also der Nordschwarzwald bzw. der ganze Schwarzwald, den man von hier sieht, das ist einfach dieser Mischwald und den hat man sonst eigentlich nirgendwo, außer jetzt hier in Bad Wildbad auf dem Sommerberg. Ich
Wir kommen aus der Nähe von Kaiserslautern. Wir sind hier im Urlaub und dann wollten wir halt mal was machen. Und dann sind wir halt hierher gefahren. Ja. Und wir haben halt auch beide ein bisschen Höhenangst. Und dann wollten wir es halt auch einfach mal probieren zu überwinden. Ja. Es ist unser Ziel, dass auch in Naturschutzgebieten, in Nationalparken, in der Nähe von Naturparken unsere Baumwipfelpfade aufzustellen, dass die Natur erlebbar ist für die Besucher auf jeden Fall und dass die Natur aber auch geschützt wird, dass der Bestand erhalten wird, aber die Leute auch wirklich in diesem Gebiet drin sind und sich mit der Natur im Einklang befinden. Ich habe mich ganz frei gefühlt und ich habe dann auch irgendwann keine Angst mehr gehabt. Und ich habe mich echt, ich fand es echt sehr schön. Ja, es war eben hoch. Das ist die Eiche, von der ich erzählt habe. Die ist frisch umgestürzt. Und ist wirklich ein mächtiger Stamm. Oh, der hat auch viele Höhlen. Der sieht ja mächtig zertrümmert aus. Da bin ich mal gespannt, wie der Rest aussieht. Ja, aber das ist nur die Krone. Du musst mal vorne am Stamm gucken. Also die hat sicherlich die 1,20 Meter Durchmesser, die du gerne hättest. Und also ist auch vor allen Dingen mit der Wurzel ein fantastischer Baum. Also ich meine, der hat die Länge, die du brauchst. Ja, das sieht schon mal ganz, ganz gut aus. Ah, genau, den Stamm kommt man gut entlang. Das siehst, ist schon ein schöner, langer Stamm. Ja, du hast gesagt, 15 Meter hat er bestimmt. Ja. Einen ordentlichen Durchmesser, das sieht schon ganz toll aus. Die Wurzel scheint auch noch intakt zu sein. Also der wäre ideal, wenn du den nutzen kannst für die Skulptur. Hat ja da einen Wurzelanlauf über 2 Meter Durchmesser. Ja. Ein ganz tolles Ding. Also. Ja, ich bin ganz überrascht. Also die Baumsuche war dann doch nach einigen Widrigkeiten erfolgreich und es freut mich auch sehr. Das ist ein umgestürzter Baum. Ich bin doch im Nachhinein froh, dass wir keinen umsägen mussten. Und der Baum natürlich mit den enormen Dimensionen, das ist für meine Zwecke eigentlich ideal. Ja, der hat bestimmt einen Durchmesser unten von Wurzelanläufe über 2 Meter, wenn ich die dann noch mit in das Projekt, in die Skulptur mit einbauen kann, ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Und auch durch das Alter bringt der Baum so viele Eigenheiten mit. Er hat schon, also teilweise natürlich schon morsch und so, aber das ist immer das Spannende, so Bäume, die nicht ganz neutral sind, schon ein paar hundert Jahre alt sind, die sind gezeichnet vom Leben und bringen auch einiges mit sich. Also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Eine Stadt in Deutschland zählt so viele Bäume wie Baden-Baden. Einheimische Arten, darunter über 500 Jahre alte Linden und Eichen, aber auch Exoten aus Amerika und Asien. Die meisten Baumriesen findet man entlang der Lichtenthaler Allee, der grünen Meile der Stadt. Der Baum, auf dem die Kinder der Sterblichen verblühen, steinalt nichtsdestominder, stets wieder jung und grün. Er kehrt auf einer Seite die Blätter zu dem Licht, doch kohlschwarz ist die zweite und sieht die Sonne nicht. Er setzet neue Ringe, so oft er blühet an, das Alter aller Dinge zeigt er den Menschen an. In seine grüne Rinden drückt sich ein Name leicht, der nicht mehr ist zu finden, wenn sie verdorrt und bleicht. So sprich, kannst du's ergründen, was diesem Baume gleicht? Friedrich Schiller, Der Baum.
Der Park hat natürlich Bäume aus verschiedenen Altersklassen. Einige noch aus dem 19. Jahrhundert, andere Bäume, die erst vor 10, 20 Jahren gepflanzt worden sind. Und wir kümmern uns natürlich ganz intensiv um die Neupflanzung, um die Bäume, die die Zukunft des Parks bilden, direkt nach der Pflanzung. Und dann kümmern wir uns mit unseren Gärtnerinnen und Gärtnern um die Bäume, die schon seit vielen Jahrzehnten, zum Teil seit über ein oder zwei Jahrhunderten in diesem Park sind. Und da sind schon einige dabei, die sind richtig auf einer pflegetechnischen Intensivstation, damit sie noch einige Jahre hier im Park erleben können. Mammutbäume sind ganz fantastische Bäume, sie werden riesig groß. Es sind wirklich Giganten, die mich jedes Mal wieder von Neuem beeindrucken, wenn man am Fuß eines solchen Mammutbaums steht, sieht den Stamm hoch, sieht diese tolle Rindenstruktur. Wir haben tolle Mammutbäume am Michaelsberg, oben an der Sturzerkapelle. Da fühlen die sich sehr wohl. Das sind etwas schattigere, kühlere Standorte. Und wir haben aber auch einige wenige Mammutbäume hier in der Talaue, in der Lichtenthaler Allee. Und denen ist es manchmal zu heiß. Und deswegen gucken wir uns gerade bei Hitzeperioden im Hochsommer diese Bäume sehr genau an, versuchen denen mit Wässerungen zu helfen und beobachten die sehr genau, ob es ihnen gut geht und ob sie noch standfest sind. Es geht ja nicht nur darum, die alten Bäume zu bewahren, sondern wir sind ja auch für die Sicherheit der Spaziergänger im Park zuständig, denen nichts passieren darf. Ein Baum kann bei uns nicht einfach wie in der Natur im Urwald umstürzen, wenn er sein Lebensende erreicht hat. Die Gefahr wäre zu groß, dass jemand zu Schaden kommt. Also müssen wir immer den idealen Zeitpunkt finden, dass der Baum noch viele Jahre als alter Baum hier erlebt, aber doch kein Risiko von diesem Baum ausgeht. Und das ist jedes Mal auch eine sehr analytische Arbeit. Und insofern geht man da auch sehr verstandesgemäß dran. Wenn er dann aber fällt und die Säge läuft, dann ist das immer ein ganz trauriger Moment. Der Pfälzer Wald. Das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Bekannt für seine Eichen, viele von ihnen über 300 Jahre alt. Einst als Götter von Kelten und Germanen verehrt, sind sie heute als Holzlieferanten, als sogenannte Furniereichen, viel Geld wert. Der Eichenbestand wird daher im Volksmund auch das Millionenviertel genannt. Mal das Maßband ein, nehmen wir mal die Gesamtlänge und dann schauen wir uns mal nach den Qualitätsmerkmalen des Stammes um. So, also insgesamt ist der Stamm über 12 Meter lang. Das heißt also, wir haben genug Luft, um den qualitätsorientiert einzuteilen. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir einfach mal auf beiden Seiten des Stammes lang und schauen mal nach Merkmalen. Dort, wo der erste Ast ist, so, Trennschnitt hier, dann haben wir eine doppelte Furnierlänge, das sind so Längen von 2,70 Meter, die Paneelelänge mit Schutzstück. Und von hier haben wir nochmal 6 Meter als Ausnutzerlänge für einen Fasskunden. Der schneidet sich dann im Prinzip oder spaltet sich dann die Fehler hier raus, hier diesen Ast und den Ast und hat dann immer wieder seine Meterlängen oder 95 cm Längen für seine Barrikfässer. Das passt also sehr gut. Wir befinden uns also hier mitten im Herzen des Pfälzerwaldes im Forstamt Johanneskreuz, und zwar auf dem Lagerplatz Hahnensei. Und das ist der Lagerplatz, auf dem das Holz für unsere erste Submission bereitgestellt wird. Und wir haben also im Hintergrund etwa 300 Festmeter Eichen. Und zwar, wir sagen immer die Edelsteine des Pfälzerwaldes, weil die wertvollsten Eichen kommen tatsächlich aus dem Herzen des Pfälzerwaldes. Das sind ungefähr 300-jährige Eichen. Also 10 Förstergenerationen haben quasi an ihnen gearbeitet und jetzt stehen sie bereit zum Verkauf an die Furnierindustrie, an die Fassindustrie. Und wir erhoffen uns oder sind eigentlich sicher, dass wir auf diesem Lagerplatz wieder gute Erlöse erzielen werden.
Die Spitzenerlöse für solche Eichen ragen bis auf über 3000 Euro je Festmeter. Das sind tatsächlich dann die Spitzenstämme, die bei der Furnierindustrie entsprechend auch verarbeitet werden können, dass solche hohen Erlöse auch angelegt werden können. Was das Entscheidende ist, dass wir hier nicht nur die alten Eichen sehen, also das, was wir irgendwann auch mal ernten, nutzen wollen, sondern wir sehen hier eine flächige, gelungene Eichennaturverjüngung, die mittlerweile 4 Jahre alt ist. Das ist das, was wir unter Förster unter Nachhaltigkeit verstehen. Wir wollen also nicht mehr nutzen als nachwächst. Und wenn es geht, nutzen wir tatsächlich die natürliche Verjüngung, das, was uns die Natur also von alleine gibt, ohne dass wir notwendige Investitionen da ergreifen müssen. Und die Eichen hier sind so hervorragend flächig ausgebildet, dass wir sicherstellen können, dass mit dieser Verjüngung wieder ein Bestand heranwächst, der genauso wertvoll ist wie das, was wir jetzt Zug um Zug ernten wollen. Wir denken in Zeiträumen, die für einen normalen Wirtschaftsbetrieb völlig undenkbar sind. Wir denken in Produktionszeiträumen von 10 Förstergenerationen. Das heißt, das, was wir hier machen, ist im Prinzip zum Nutzen kommender Generation. Das ist der sogenannte Generationenvertrag, der Enkelvertrag, also das, was letztendlich unter Nachhaltigkeit verstanden wird. Und was wir nutzen, ist letztendlich das Produkt dessen, was Generationen vor uns erzeugt haben. Ja, das war jetzt ein hartes Stück Arbeit, bis der Baum überhaupt hier stand, weil das Ganze ist ein bisschen unterschätzt worden. Der Baum ist doch schwerer als gedacht. Er hat knapp 8 Tonnen und eine Länge von fast 8 Metern. Und die Maschinen, die wir hier zu Anfang eingesetzt haben, die waren doch etwas zu schwach für so ein großes Objekt. Aber es ging dann mit viel Aufwand und einem ganz großen Kran dann noch den Baum zu platzieren. Da soll eine Skulptur entstehen, die eine Geschichte erzählt an dem Platz. Ist auch schon einiges passiert, weil so eine große Eiche stand hier auch mal. Die ist kurz nach dem Fest umgefallen. Da waren Hunderte von Menschen auf dem Platz. Und es wäre nicht auszudenken, was das dann für Auswirkungen gehabt hätte, wenn der Baum zu der Zeit umgefallen wäre. Und das wird ein Teil des Themas sein. Und was ich jetzt so während der Arbeit schon an dem Baum erlebt habe, also da hat zwei verschiedene Seiten, eine vitale Seite, eine abgestorbene Seite, so, das wird auch dann ein Teil des Themas werden. Die Eiche ist ein klassischer Baum aus der germanischen Mythologie, der Donar, der Wettergott und so weiter. Da gibt es viele, viele Geschichten. Da schöpfe ich natürlich draus. Und hier wird es so sein, dass ich versuche, auch die aktuellen Ereignisse, was jetzt so Europa, Deutschland, die Welt oder auch jetzt Hochdorf bewegt, damit zu integrieren. Also die Geschehnisse, Flüchtlinge zum Beispiel, was da sich abspielt. Auf der einen Seite das vitale Leben, das gute Leben in Deutschland, in Europa, auf der anderen Seite dann aber doch dann auch die Not, die dann ungesteuert, unkontrolliert auch nach Europa überschwappt. So sind meine Gedanken im Moment. Thank you.
Bäume können tatsächlich miteinander, ja, man kann regelrecht sagen, sprechen. Hier bei diesen Fichten zum Beispiel ist es so, die fühlen sich hier nicht wohl. Denen ist es hier zu heiß und zu trocken. Und deswegen werden die häufig von Borkenkäfern angegriffen. Und das merken die, das tut den Bäumen weh. Und die denken dann aber nicht nur an sich, sondern strömen ein Warngas aus, was die Artgenossen ringsherum mitwarnt. Und die können dann schon vorsorglich Abwehrstoffe einlagern in die Rinde. Und weil das mit dem Wind natürlich nicht immer klappt, ne, also der Wind weht das irgendwo hin, das Duftsignal, und die anderen Bäume kriegen nichts mit. Und deswegen machen die das auch über die Wurzeln. Also die verwachsenen Wurzeln, da tauschen die Informationen aus, zum Beispiel über solche Käferattacken. Und dort, wo die Wurzeln nicht hinreichen, da übernehmen das die Pilze. Die Pilze bilden ein ganz dichtes Geflecht. Also pro Teelöffel kommen mehrere Kilometer Pilzfäden zusammen, die alles durchziehen, wie so ein Glasfasernetz. Und tatsächlich funktioniert das auch so. Diese Pilze leiten Nachrichten weiter an andere Bäume. Das ist sogenannte Wood Wide Web, also auch WWW, so nennt es die Wissenschaft. Und diese Pilze bekommen dafür auch eine Entlohnung, die werden mit Zucker bezahlt. Pilze können sich nicht selber ernähren, das heißt, sie leiten Nachrichten weiter, sie beschützen die Bäume und lassen sich im Gegenzug dafür aushalten. Hier haben wir eine kleine Buche. Klein und nicht jung, weil die ist tatsächlich schon sehr, sehr alt. Und zwar hat die, das kann man an diesen kleinen Knötchen auf den Ästen nachzählen, ist alleine so ein kleiner Ast schon über 20 Jahre alt. Also das ganze Bäumchen hier mit Sicherheit über 100 Jahre. Und das ist normal für junge Bäume. Die müssen langsam wachsen, damit sie sich nicht verausgaben. Die müssen 100, 200, 300 Jahre im Schatten ihrer Mutterbäume, und das hier ist der Mutterbaum, warten, bis sie weiter wachsen dürfen. Weil dann reift das Holz langsam, es wird zäh und biegsam und der Baum kann dann eben sehr, sehr alt werden. Und damit er auf dem Weg dorthin nicht verhungert, weil hier ist es sehr dunkel, dieses langsame Wachstum wird über eine Lichtdrosselung erreicht, also der Mutterbaum lässt nur 3% des Sonnenlichts durch. Und damit dieser kleine Baum auf dem Weg dahin nicht verhungert, wird er über die Wurzeln vom Mutterbaum, gibt es Wurzelverbindung zu diesem kleinen, regelrecht gestillt mit Zuckerlösung. Jetzt kann man sagen, ja, stillen, was ist das? Also der nimmt ja, der große Baum nimmt ja den kleinen nicht an die Brust. Klar, macht er nicht. Er nimmt ihn sozusagen an die Wurzel. Und über die Wurzeln ist tatsächlich derselbe Vorgang wie bei Menschen, das Stillen. Das macht dieser Mutterbaum hier mit dem Kleinen auch. Hier sind wir praktisch in einer Baumschule. Also das heißt, hier stehen ganz viele kleine Bäume, die vielleicht auch schon 100 Jahre alt sind. Und die Frage ist ja immer, die können ja gar nicht alle groß werden. Da muss ja irgendeine Aussortierung stattfinden. Und das passiert tatsächlich über Erziehung. Also als kleiner Baum, wenn man wenig Licht bekommt, muss man sich nach dem Licht strecken. Der Sinn ist, dass der Baum später einen schönen, gleichmäßigen Stamm bekommt und der im Sturm auch nicht so schnell bricht. Also man soll nicht krumm wachsen. Und das kommt eben durch die Lichtdrosselung, das bisschen Licht, was übrig ist, da muss man gucken, dass man das erreicht. Es gibt natürlich in jeder Klasse auch einen Klassenkasper. Also wie hier zum Beispiel der hier, der wächst so krumm, ne? Der denkt, ach, das ist mir doch völlig wurscht, was die Lehrerin oder die alte Mutterbuche sagt. Und der biegt nach links, mal nach rechts ab, so wie hier. Das wird bitterböse bestraft, weil die ganzen anderen, die schön brav sich an den Knigge halten, an die Waldregeln, die setzen sich jetzt langsam über diesen Klassenkasper und der kriegt auch noch die restlichen 3% des Lichts weggenommen. Und was passiert? Er stirbt ab, ne? Der ist schon tot hier, der wird halt wieder zu Humus. Also die Strafe ist etwas härter als bei Menschen. Wenn in Wäldern Baum an Bäumen Bruder sich mit Bruder nähret, sei das Wandern, sei das Träumen, unverwehrt und ungestört. Doch wo einzelne Gesellen zierlich miteinander streben, sich zum schönen Ganzen stellen, das ist Freude, das ist Leben. Johann Wolfgang von Goethe. Die Lichtenthaler Allee hat 2005 ihren 350. Geburtstag gehabt. Und ich habe gedacht, das ist ein Anlass, weil es kein Buch über die Lichtenthaler Allee speziell gab, so ein Buch zu schreiben. Also ich habe als Titelbild hier den Herbst gewählt, weil der Herbst eine schöne Jahreszeit ist. Aber es ist natürlich in allen Jahreszeiten ist es schön. Der Herbst ist das Leuchtende, die leuchtenden Alleen. Da kommen natürlich die Bäume ganz besonders stark zur Wirkung, weil dann die Blätter noch da sind in der Herbstfärbung, aber die Struktur der Bäume, der Äste, kommt dann schön zum Tragen und das sieht gewaltig aus.
will gar nicht sagen, dass das ein Hobby ist. Das ist eigentlich ein Bedürfnis, Momente und Augenblicke festzuhalten. Sie kennen den berühmten Spruch von Goethe, verweile doch, du bist so schön. Also das ist für mich ein wesentlicher Spruch. Eins der schönsten Aussprüche von Goethe, muss ich sagen, weil er wahrscheinlich ähnlich empfunden hat, wie viele andere auch, die den Augenblick festhalten wollen. Sie haben im Leben nicht nur gute Augenblicke, sie haben Momente. Und wer fotografiert, weiß, da ist das Licht das Entscheidende. Ohne Licht geht es nicht. Diese Momente muss man festhalten. Und wenn Sie angefangen haben zu fotografieren, dann hören Sie nicht auf. Wurde vor Jahren geboren, als das Thema Waldhaus aufkam, hat mich der Leiter vom Forstamt Freiburg, der Herr Burgbacher, angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwelche Figuren zum Waldhaus zu machen. Jetzt war das am Anfang nicht so einfach. Ja, was macht man da? So Eulenschnitzen oder irgendwelche Vögel oder den Wald stellen? Das war mir dann etwas zu banal und so entstanden dann unter dem Oberbegriff Waldmenschen, sagt schon der Bezug, Wald zum Menschen dann und Unterthemen dann Märchen und Mythen, Ängste, Not und eine globalisierte Welt, so entstanden dann viele Waldmenschen. Der Wald war natürlich schon immer für die Menschen ganz wichtig, einmal als Nahrungsquelle zum Holz sammeln, heutzutage zum Erholen, aber auch der Wald undurchdringlich, geheimnisvoll. Da sind die Räuber, die Hexen, die Fabelwesen. Man kennt ja die Pilze, die im Kreis wachsen. Und früher dachte man, das wären Versammlungsplätze von Hexen. Und wenn man den Ring betritt, dann kommt man in große Gefahr, wird krank oder kann sterben. So. Der Hexenring war so der Ursprung dann von dem Pilzlehrpfad. Also ein großer Pilz in der Mitte, von dem das Pilzgeflecht, die Myzelien auslaufen und dann die Pilze dann drumherum stehen im großen Kreis und auch eine Hexe mit einem Ring. Ich würde mir manchmal wünschen, manche Dinge würden besser geschützt werden, dann halten sie einfach fast ewig. Aber so, wenn sich die Natur mit in die Kunst mit einbringt, ist das natürlich eine ganz tolle Sache, wenn da eben Gras, sogar Bäume wieder vorne, Moos, Pilze drüber wachsen. Das sieht natürlich auch toll aus, aber ist natürlich nur auf begrenzte Zeit. Freiburg-Hochdorf, 4 Monate später. Thomas Rehs Baumskulptur nimmt allmählich Gestalt an.
Die Skulptur heißt die Weltenlenker. Das passt vielleicht auch gut zum Thema, der Baum, der auf dem Kopf steht. Und wenn man so sieht, wie es in der Welt zurzeit aussieht, da steht auch manches Kopf, manches ist ein bisschen verdreht, verworren. Und das ist auch ein Teil von dem Thema. Und dann natürlich durch das, dass die Wurzeln dran war, war das auch schön von der Konstruktion her. Da kann ich dann auch ein Dach drauf bauen, die Wurzeln mit integrieren. Und auch der entwurzelte Baum von der Symbolik her, das passt auch ganz gut. Zumal ja hier auch eine Eiche stand, die entwurzelt wurde, also vom Sturm, vom Unwetter gefällt, so wie auch die. Also insoweit war das eigentlich ein glücklicher Zufall, dass ich die Wurzeln mitverwenden konnte. Die Idee war schon immer da, solange es den Kurort Baden-Baden gibt, die Besucher, die hierher kommen, daran zu erinnern, dass die Bäume aus ihrer Heimat hier auch stehen, dass sie sich quasi wie zu Hause fühlen. Es sind sehr viele Bäume hier aus Japan und China, aus dem Mittelmeerraum, und diese Tulpenbäume gehören dazu und die Mammutbäume gehören auch dazu aus Amerika. Über 350 wertvolle Baumarten. Da kommt so mancher botanische Garten in Deutschland nicht mit. Ein Baum ist ja eines der schönsten Lebewesen. Die werden also sehr alt. Es gibt ja Bäume, die sind 3000 Jahre alt. Es gibt kein Lebewesen, was so alt wird. Aber bei uns rechnet man hier im Optimum so zwischen 300 und 500 Jahre. Wir haben hier 500 Jahre alte Bäume in der Allee. Das ist schon etwas. Und ich meine, wenn Sie das wie Literatur sehen, Turgenev hat hier geschrieben, sein Freund Flaubert, kommen Sie nach Baden-Baden, hier gibt es Bäume, wie Sie sie noch nie gesehen haben, und setzen sich unter einem Baum und die Kraft des Baumes geht in Sie über. Also das sind also poetische Feststellungen, die aber auch philosophisch sind. Und das ist etwas, was sensible Leute wohl hier auch in Baden-Baden suchen. Unterm weißen Baume sitzend hörst du fern die Winde schrillen, siehst, wie oben stumme Wolken sich in Nebeldecken hüllen, siehst, wie unten ausgestorben Wald und Flur wie kahl geschoren. Um dich Winter, in dir Winter, und dein Herz ist eingefroren. Plötzlich fallen auf dich nieder weiße Flocken, und verdrossen meinst du schon, mit Schneegestöber hab der Baum dich übergossen. Doch es ist kein Schneegestöber, merkst es bald mit freud'gem Schrecken. Duft'ge Frühlingsblüten sind es, die dich necken und bedecken. Welch ein Schauer süßer Zauber! Winter wandelt sich in Mai, Schnee verwandelt sich in Blüten, und dein Herz, es liebt aufs Neue. Heinrich Heine, Neuer Frühling. Thank you.
Die Geroldsauer Mühle bietet seit Sommer 2015 heimische Produkte aus dem Schwarzwald an. Auf etwa 3000 Quadratmetern sind hier Lebensmittelgeschäft, Bäckerei, Restaurant, Hotel und Tagesstätte vereint. Gebaut wurde vor allem mit Weißtannen, über 12.000 laufende Meter Balken, rund 800 Festmeter Holz. Eine Herausforderung für die Besitzer, die Familie Weingärtner. Wir sind in der Geroldsauer Mühle zwischen Baden-Baden und dem Ortsteil Geroldsauer am Fuße der Schwarzwaldhochstraße. Meine Familie mit mir, wir sind also der Investor und Bauherr. Es ging an sich nur in dem Zusammenhalt der Familie, das muss ich ganz klar sagen, sonst hätten wir das finanziell so nicht stemmen können. Und so ging es dann los, schon beim Einschlagen der Weißtannen. Ein Teil der Tannen haben wir selber gefällt, selber aus dem Wald gezogen. Bis hin dann zum Einschneiden kamen sie in ein Sägewerk. Okay, das haben wir einen Säger gesucht, der uns das einschneidet. Aber dann kam das Holz ja wieder zu meinem Bruder in seinen Betrieb. Dort hat er dann alles abgebunden, so ist die Sprache des Zimmermanns. Und dort haben wir dann schon mitgeholfen. Meine Söhne und ich haben komplett mitgeholfen. Und bis hin hier zum Aufrichten des Gebäudes. Wir haben ja das Thema Schwarzwald hier aufgenommen. Wir wollen ja wieder den Schwarzwald modern und erlebbar machen. Und die Weißtanne war früher hier der heimischste Baum im Schwarzwald, ist dann zunehmend verschwunden aus verschiedenen Gründen und soll jetzt wieder auch hier heimisch gemacht werden, aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist, es ist ein Tiefwurzler, kommt besser an das Wasser, weil wir doch jetzt mehr Trockenperioden zu erwarten haben durch die Klimaverschiebung. Zum anderen durch das, dass ein Tiefwurzler ist, ist er widerstandsfähiger gegen Stürme. Und es ist natürlich auch ein schönes Holz. Es ist ein Holz, das weniger harzt als die Fichte. Und insofern haben wir gesagt, komm, wir nehmen das Thema, den alten Charakterbaum des Schwarzwaldes, wieder auf. Die Geroldsauer Mühle soll, es ist uns bestätigt worden, das größte Weißtannengebäude Europas sein. Und das ist natürlich für mich, also ich bin so schon stolz auf das, was ich da erschaffen durfte für meinen Bruder. Aber das macht einen noch stolzer, ja. Sagen zu können, ich habe das größte, mit meinen Mitarbeitern zusammen, größte Weißtannenprojekt oder Gebäude Europas gebaut. Für mich als Zimmermann ist das hier, ich kann schon sagen, mein Lebenswerk, weil sowas in dieser Größe mit heimischer Weißtanne bauen zu dürfen, das ist nicht alltäglich. Also gerade in dieser Größe, und wir haben hier Holzverbindungen drin, die man früher gemacht hat. Heutzutage nagelt man viel Blech an, sage ich jetzt mal. Und hier konnte ich mich wirklich verwirklichen. Ja? Und deswegen sage ich, das ist mein Lebenswerk. Ein Leben ohne Holz, ohne Wald, könnte ich mir nicht vorstellen. Wald gehört zur Natur und wir leben mit der Natur. Seit ich die Geroldsauer Mühle gebaut habe oder in der Planungsphase war, gehe ich ganz anders durch den Wald spazieren. Wenn wir mit dem Hund oder Pferd im Wald sind, guckt man die Bäume ganz anders an. Man entdeckt da immer wieder was Neues oder wie sie gewachsen sind. Seither denke ich da ganz anders nochmal drüber. Und deswegen bin ich auch mit Leib und Seele Zimmermann. Ist der Anfang von der Geschichte, der vierte Reiter, so das Tod, Verderben, was halt die Kriege und alles mit sich bringt und dann die Folgen, Vertreibung, Flüchtlingsströme, so zieht sich dann am Baum hoch.
Also was mir besonders gut gefällt, ist, dass du die Rinde da dran gelassen hast. Ja, das ist ein Stück Originalrinde mit einem Originalabstand ohne Splintholz dazwischen, dass man so immer sehen kann, wie dick der Baum vorher war. Meine Frau lobt mich sowieso immer, egal was ich mache, da bin ich also eher ein bisschen skeptisch. Aber bei meinen Töchtern, die sind dann ganz offen und kritisch. Und ja, das war für mich aber auch eine große Freude. So. Die studieren beide unter anderem Theologie und Philosophie. Und von der Thematik her passt es auch gut zu dem Thema. Und die haben das dann schon sehr gut beäugt und betrachtet. Was bedeutet denn die viele Kabel oder die viele? Der Weltenlenker, der viele seidene Fäden sind da jetzt allerdings Stahlseile in der Hand hat und da hängen so verschiedene Dinge dran. Der Baum, den er vom Umstürzen bewahrt, der Blitz steht für die Naturgewalten. Links, das soll das Kernkraftwerk, ein Kernkraftwerk darstellen, Fessenheim. Ja. Das Herz als Symbol, als Motor des Lebens, so hängt man von einem seidenen Faden. Ja, die Liebe zum Baum muss man dann schon haben. Das Gefühl für die Bäume, für die Formen, für die Strukturen, der Baum als Lebewesen, dass man dann gewisse Teile noch mit einbeziehen kann, dass man also nicht nur ein Stück Holz so malträtiert, dass man seine Form reinkriegt, sondern mit dem Baum arbeitet, mit der Form arbeitet, wie jetzt hier zum Beispiel mit den Wurzeln. Das war eine schöne Sache, dass man die Formen aufnehmen kann, die Strukturen aufnehmen kann. Auch die Figuren, die drin sind, die müssen sich halt dann auch nach der Wuchsform richten. Also insoweit muss man dann schon Gefühl und Liebe für die Sache mitbringen. Das ist eine Buche und die fungiert hier als lebender Grabstein. Das heißt, das ist ein Projekt, das nennt sich Ruheforst und das haben wir ins Leben gerufen, um diesen alten Wald zu schützen. Der sollte nämlich abgeholzt werden. Und dadurch, dass nette Leute wie die beiden den Baum kaufen, ist er vor der Säge gerettet und zwar für die nächsten 100 Jahre. Die Alternative wäre ja, auf einen herkömmlichen Friedhof zu gehen. Das ist individuell völlig unterschiedlich. Jeder sieht das anders. Wir waren der Meinung, weit weg vom Schuss, im Frieden, in Ruhe, in der Natur, für 99 Jahre. Wo kriegen Sie das noch? Ungestört zu ruhen und dann bei so einem mächtigen, herrlichen Baum so nah dran zu sein in der Natur, da wo wir ja herkommen alle. Ja, und erschwerend hinzu kommt noch, wir haben keine Nachkommen. Wer soll unser Grab pflegen, wenn wir in einem herkömmlichen Friedhof begraben sind? Und deswegen ist das für uns die beste Alternative. Ich bin sehr naturverbunden, alleine durch meinen Vater. Der hat uns Kindern damals beigebracht, naturverbunden zu sein. Der hat uns immer mit in den Wald genommen. Und von daher ist das für mich eine hervorragende Alternative. Hier bei uns sind mittlerweile über 4000 Beisetzungen schon durchgeführt worden und eben noch mehr Vorsorgekäufe. Und das ist mittlerweile etabliert. Also ganz am Anfang vor 12 Jahren, da war das was Exotisches und jeder hat gedacht, was machen die denn da? Mittlerweile muss man sagen, es lässt sich ja sowieso schon ein Großteil der Bevölkerung einäschern nach dem Tod. Das hat sich ja schon total gewandelt. Und jetzt sucht man immer mehr naturnähere Formen, also ob das im Meer ist oder in den Alpen oder eben im Wald. Einzelne Gräber fangen an ab 500 Euro und das hängt eben einfach von der Baumdicke ab. Das hier, das ist schon ein bisschen was Größeres, ne? Und da geht das eben bis 5000 Euro oder wenn man die Gräber einzeln kauft, 1000 Euro. Das ist einfach ein schöner Gedanke, der passt insgesamt zur Natur. Erstmal die Asche, die eben in den Kreislauf der Natur zurückgeht und aus der dann auch wieder ein neues Leben entsteht.
Und umgekehrt, dass der Mensch, der heutzutage ja doch ein bisschen viel kaputt macht in der Umwelt, mit seiner letzten Ruhestätte hier noch ein wunderschönes Stück Natur schafft oder erhält. Ein Höhepunkt des Sommers in Baden-Baden, die Philharmonische Parknacht. Sie zieht jährlich tausende Besucher an. Das Tolle an diesem Fest ist, wir feiern nicht nur mit dem Konzert der Philharmonie, sondern wir inszenieren den Park ganz neu durch Licht und feiern die wunderbaren Bäume und zeigen die Bäume in neuem Gewand. Und das ist das Tolle an diesem Fest in der Lichtenthaler Allee. Betreten des Rasens ja immer verboten und einmal im Jahr darf jeder hier picknicken, darf sich jeder auf den Rasen setzen, darf hier mit uns feiern und darf die Schönheit dieses Parks erleben. Und deswegen freuen sich alle Baden-Baden und die ganze Region auf dieses Fest in Baden-Baden in der Lichtenthaler Allee. Ich glaube, wer einmal hier zur Parknacht war, der vergisst dieses Fest nicht und der vergisst den Park nicht. Und ich habe immer wieder festgestellt, dadurch, dass wir die Bäume alle einzeln beleuchten, in besonderen Farben, mit bewegten Lichtern, mit über 200 Scheinwerfern hier für eine Lichtinszenierung des Parks sorgen, dass viele hinterher zu mir gesagt haben, wir haben den Park, wir haben die Bäume in einem ganz neuen Licht, im wahrsten Sinne des Wortes, erlebt und fragen hinterher nach den Bäumen, die ihnen bislang gar nicht aufgefallen sind. Und so trägt dieses Fest auch dazu bei, dass der Park noch viel bewusster und auch, dass die Bäume in der Lichtenthaler Allee noch viel bewusster kennengelernt und erfahren werden.